StarCraft Remastered Folge 45. Wir sind auf dem besten Wege, diese Mission zu gewinnen. Ich bin ganz zufrieden, somit auch der. Ja, hier so mit dieser Abwehrstrategie, da kommt nichts durch. Hier oben passiert nicht viel. Der Computer wehrt sich kaum noch, wenn man so möchte. Das passt mir natürlich gut in den Kram. Und wir werden jetzt. Wir werden jetzt den Gegner dann auch entsprechend attackieren. Meine Truppen sind ja auch ein bisschen stärker geworden. Ich habe jetzt seitdem ein paar Mal seit dem letzten Mal, dass ich eine Basis angegriffen habe, ein paar Mal geupgradet. Panzer und Feuerrate oder Feuerstärke. Ah, die sind fertig, genau. Dann schicke ich die doch rüber. Die zwei könnte ich ja hier noch machen. Und so. So. Zack, 1, 2. Oh, was ist hier los? Mir fehlt jetzt am Mutalisk. Wieso das denn? Naja, gut. Kann man nicht ändern. Vielleicht denke ich jetzt dran, aber auch nur vielleicht. Achso, ein Overlord brauche ich. Ein Overlord geht's gar nicht. Nächsten zwei. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, vielleicht denke ich dran, hier mal die Basis zu verseuchen. Das wäre natürlich Mega-Aktion. Und jetzt muss ich doch mal blöd fragen, hatte ich nicht mal Königin? Die sind mir alle vernichtet worden, offensichtlich. Naja. Müssen wir halt irgendwie, ne? Meine Overlords, die sind kurz vorm Krepieren. Na, das ist ja klasse. Das ist ja Spitzenklasse. Da stehe ich ein bisschen drauf. Okay. Oh. Ja. Okay, gut. Das war jetzt aber nur der Anfang hier. Da kommt noch viel mehr, denke ich mal. Sehen meine Augen da. Das erste Mal, dass hier so ein Flaggschiff ins Feld führt. Wow. Alles vermint, ist mir natürlich völlig wurscht, weil ich diesmal ausnahmsweise nur auf Luftwaffe sitze. Und ich finde, er hat auch relativ viele Flugeinheiten am Start. Aber bringt mir jetzt natürlich nichts. Wo fliegen die jetzt schon wieder rum? Mal zurück. Ihr sollt doch nur Raumschiff abknallen. Alles andere machen noch meine formidablen Wächter.
Das sieht gut aus. Ja, da ist der Computer dem Irrglauben erlegen. So, jetzt ist nur die Frage da. Achso, muss schwer beschädigt sein. Das Problem hatten wir ja letztes Mal schon. Nein, komm zurück. Komm zurück! Ist denn eigentlich schwer beschädigt? Was fällt denn da drunter? Jetzt können wir vorstellen. Ah ja. Oh, es gibt noch einen Orangen, das wusste ich gar nicht. Schau mal einer an. Also rein brutalistentechnisch sieht es nicht so gut aus. So, die 10.000 haben wir ja fast. Dann ist die Mission ja eigentlich gewonnen, glaube ich. Blaues Laufens. Eigentlich nicht. Ja. Wir haben die benötigte Menge an Ressourcen gesammelt und kehren nach Parsonis zurück. Wahrscheinlich hätte ich mehr tyrannische Zellen übernehmen müssen, aber gut, wir werden jetzt sehen. Damit wird es wahrscheinlich jetzt schwieriger in dieser Mission, gehe ich mal stark von aus. Ihr habt alle ausgezeichnete Arbeit geleistet, besonders du, Phoenix. Meine Schwarmcluster vibrieren vor lauter Energie und meine Bruten sind stärker denn je. Verlieren wir keine Zeit. Mit jeder Minute, die wir hier herumsitzen, wird die Verteidigung des VED immer stärker. Und ich will, dass nichts zwischen uns und der Rückeroberung meines Planeten steht. Du hast recht, Arcturus. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, gegen das VED loszuschlagen.
Vergesst aber nicht, dass wir uns einem der am stärksten verteidigten Planeten in diesem Sektor gegenübersehen. Kohall zu belagern wird nicht einfach sein. Das VED verfügt nicht nur über ein umfangreiches stehendes Heer, sondern möglicherweise auch über Verstärkung durch Zerg. Rainer, du und Phoenix werden die äußeren Befestigungen angreifen, während meine Truppen die Hauptbasis des VED in Augustgrad angreifen. Wir haben diesen Plan schon 100-mal durchdiskutiert. Fangen wir endlich mit dem verdammten Angriff an. Ha, sehr gut, Arcturus. Noch vor dem nächsten Sonnenaufgang wird Kohall wieder dir gehören. Mhm, klingt nach einer Massenschlacht. Benutzen Sie mehrere Brutstätten, um in kurzer Zeit eine große Streitmacht aufzubauen. Ja. Ach, guck mal, da ist die verseuchte Kommandozentrale. Ja, ja. Okay, dann mal los, Leute. Es klingt danach, als müsste ich jetzt wirklich schnell agieren, weil ich wohl gleich überrannt werde. Also bauen wir auch gleich mal von denen welche. So. Wir machen mal. Brutschlange, die haben wir schon. Und Evolutionskörper schon. Genau wie ich mir dachte. Das VED hat seine kleinen Zerg losgeschickt, um die Truppen zu verstärken. Seltsam ist dabei nur, dass so wenige Zerg tatsächlich angreifen. Vielleicht hat das VED größere Probleme, den Overmind zu kontrollieren, als ich dachte. Lasst uns mal hier möglichst viele Kriecher bauen. Dann einen Hydraliskenbaum. Wir haben ja mehr als genug Ressourcen. Daran soll es nicht mangeln, oder? Ob ich das richtig mache, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch totaler Käse. Aber ich glaube einfach, dass hier so eine Angriffswelle bevorsteht. Das ist so meine Befürchtung. Ich glaube einfach, dass so eine Grundverteidigung nicht schaden kann. Aber ich brauche Gas. Okay. Ja, Kristall haben wir natürlich genug, Gas. Dann aber wieder offensichtlich nicht. Aber auch das spricht dafür, mehr von diesen Kriecherkolonien zu bauen, weil das halt Kristalle kostet und davon habe ich ja jetzt erstmal. Wenn der PC dann mit diesen Belagerungspanzern kommt, dann ist natürlich die Taktik für den Arsch. Immer schön durchmischen, immer mal eine Sporenkolonie rein.
Und dann läuft die Sache. Tja, der Ring ist gleich geschlossen. Im kleinen Korridor lassen wir mal, dass man da auch durchkommt irgendwie. Die können ja mal hier so. Ja, so hätte ich das jetzt mal gemacht fürs Erste. Es sieht ganz gut aus. So. Bauen wir mal aus. Und gehen wir weiter. Opfert mich. So, so. So, was habe ich noch nicht gebaut? Das haben wir alles. Nein, okay. Naja, dann. Oh, das ist eine ganz schmale Karte, sehe ich gerade. Wahnsinn. Evolution abgeschossen. Kommen sie mal angerannt. Mich würde ja mal tatsächlich interessieren. Ob wir da oben eine Basis haben oder wo kommen die denn her, die Gegner? Bisschen mal gucken, was hier passiert auf der Karte, gell? Jedenfalls kommen da oben ein paar. Ich bin ja fast schon wieder so auf der Taktik. Wieder Wächter zu bauen. Evolution abgeschossen.
Kiste. Nicht mehr 150 West Pinkas. Was ist denn das hier? Ich mach jetzt Zwerglinge. Wie sehen wir denn? Aber wo kommt denn eigentlich her? Hier ist doch eigentlich gar nichts, oder? Großartig zumindest. Journalisten machen die Zwecken natürlich wie nichts platt. Ist ja klar. Ja, gegen die Ultralisten ist es natürlich hier super mit den Dingern. Ja, das war doch okay. Das würde ich mal sagen, war, wie nennt man das? Wenig Aufwand oder Einsatz, viel Ertrag. Der Nachteil bei diesen explodierenden, verseuchten Terranern ist einfach, dass die halt alles mitnehmen. Ne? Die machen halt alles kaputt. Das ist nicht so schön. So, wir machen mal an der Stelle Schluss und ja, wir schauen mal, wie die Eroberung in der nächsten Folge weitergeht. Macht's gut, auf Wiedersehen.